eine Nachricht an ihre Mutter in ihrer Heimat. Aufgabe 2a. Winfried, param pam 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 param. Winfried, param pam 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 param. Winfried! Hallo, ich heiße Paco. Und wer bist du? Ich heiße Nicole. Param, pam, 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 para. Aufgabe 2a. Winfried, param pam 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 param. Winfried, param pam 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 param. Winfried. Hallo, ich heiße Paco. Und wer bist du? Ich heiße Nicole. Param, pam, 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 pam. Aufgabe 3. Woher kommst du, Paco? Aus Spanien? Nein, ich komme aus Mexiko. Aus Mexiko? Wow. Und woher kommst du? Nein, Moment. Du kommst aus Deutschland, hm? Mm-mm. Ah, aus der Schweiz? Nein, ich komme aus Österreich. Ah, aus Österreich. Hm. Param, pam, 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 para. Aufgabe 3. Woher kommst du, Paco? Aus Spanien? Nein, ich komme aus Mexiko. Aus Mexiko? Wow. Und woher kommst du? Nein, Moment. Du kommst aus Deutschland, hm? Mm-mm. Aus der Schweiz? Nein, ich komme aus Österreich. Ah, aus Österreich. Hm. Param, pam, 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 para. Aufgabe 5. Winfried, param, pam, 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 para. Ja, hallo. Hallo, Frau Wachter. Wie geht's? Gut, danke. Und wie geht's Ihnen? Auch gut. Ach ja, das ist Paco. Und das ist Frau Wachter. Guten Tag, Frau Wachter. Guten Tag, Herr, Rodriguez. Rodriguez? Mhm. Woher kommen Sie? Aus Spanien? Nein, ich... Er kommt aus Mexiko. Ah, aus Mexiko. Ja. Tja, also dann auf Wiedersehen, Herr Rodriguez. Auf Wiedersehen, Frau Wachter. Tschüss. Tschüss. Aufgabe 5.
Winfried. Param, pam, 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 para. Ja, hallo. Hallo, Frau Wachter. Wie geht's? Gut, danke. Und wie geht's Ihnen? Auch gut. Ach ja, das ist Paco. Und das ist Frau Wachter. Guten Tag, Frau Wachter. Guten Tag, Herr, Rodriguez. Rodriguez? Mhm. Woher kommen Sie? Aus Spanien? Nein, ich... Er kommt aus Mexiko. Ah, aus Mexiko. Ja. Tja, also, dann auf Wiedersehen, Herr Rodriguez. Auf Wiedersehen, Frau Wachter. Tschüss. Tschüss. Aufgabe 6c. Ach ja, das ist Paco. Und das ist Frau Wachter. Guten Tag, Frau Wachter. Guten Tag, Herr, Rodriguez. Rodriguez? Mhm. Woher kommen Sie? Aus Spanien? Nein, ich... Er kommt aus Mexiko. Ah, aus Mexiko. Ja. Aufgabe 6c. Ach ja, das ist Paco. Und das ist Frau Wachter. Guten Tag, Frau Wachter. Guten Tag, Herr, Rodriguez. Rodriguez? Mhm. Woher kommen Sie? Aus Spanien? Nein, ich... Er kommt aus Mexiko. Ah, aus Mexiko. Ja. Aufgabe 7. Ja, hallo. Hallo, Frau Wachter. Wie geht's? Gut, danke. Und wie geht's Ihnen? Auch gut. Aufgabe 7. Ja, hallo. Hallo, Frau Wachter. Wie geht's? Gut, danke. Und wie geht's Ihnen? Auch gut. Lektion 2. Ich bin Journalistin. Aufgabe 1b. 1. Ich bin 38. Ich lebe in Bonn. Ich bin verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Ich bin Architekt. 2. Ich bin 32 und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Köln. Ich lebe getrennt. Ich habe 2 Kinder. Ich arbeite als Journalistin bei X-Media. 3. Ich wohne in Berlin. Ich bin 25. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin Diplom-Informatiker und arbeite als IT-Spezialist bei Galaxist. 4. Ich komme aus Belgien und wohne in Berlin. Ich bin 25 und nicht verheiratet. Ich studiere Marketingmanagement und ich mache ein Praktikum bei Nextrom. Lektion 2. Ich bin Journalistin. Aufgabe 1b. 1. Ich bin 38. Ich lebe in Bonn. Ich bin verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Ich bin Architekt. 2. Ich bin 32 und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Köln. Ich lebe getrennt. Ich habe 2 Kinder. Ich arbeite als Journalistin bei X-Media. 3. Ich wohne in Berlin. Ich bin 25. Ich bin nicht verheiratet.
Ich bin Diplom-Informatiker und arbeite als IT-Spezialist bei Galaxist. 4. Ich komme aus Belgien und wohne in Berlin. Ich bin 25 und nicht verheiratet. Ich studiere Marketingmanagement und ich mache ein Praktikum bei Nextrom. Aufgabe 2a. Hallo, ich heiße Barbara Meinhardt. Ich komme aus der Schweiz und lebe in Köln. Ich bin Historikerin und arbeite als Journalistin bei X Media. Aufgabe 2a. Hallo, ich heiße Barbara Meinhardt. Ich komme aus der Schweiz und lebe in Köln. Ich bin Historikerin und arbeite als Journalistin bei X Media. Aufgabe 3b. Test? Test? So, bitte. Hallo, mein Name ist Markus Bäuerlein. Ich heiße Barbara Meinhardt. Meinhardt Bäuerlein. Wie bitte? Barbara Meinhardt Bäuerlein. Sie heißt Meinhardt Bäuerlein. Wir sind verheiratet. Wir leben nicht zusammen. Wir sind nicht geschieden. Und wir haben zwei Kinder. Wir leben getrennt. Die Kinder und ich, wir leben in Köln. Er wohnt in Bonn. Aha, danke. Vielen Dank. Aufgabe 3b. Test? Test? So, bitte. Hallo, mein Name ist Markus Bäuerlein. Ich heiße Barbara Meinhardt. Meinhardt Bäuerlein. Wie bitte? Barbara Meinhardt Bäuerlein. Sie heißt Meinhardt Bäuerlein. Wir sind verheiratet. Wir leben nicht zusammen. Wir sind nicht geschieden. Und wir haben zwei Kinder. Wir leben getrennt. Die Kinder und ich, wir leben in Köln. Er wohnt in Bonn. Aha, danke. Vielen Dank. Aufgabe 5a. Hallo. Super Musik, was? Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich bin 25. Hey, super! Ich bin auch 25. So? Ja. Und wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Hey, wow! Ich wohne auch in Berlin. Ach ja? Ja. Ich bin 25 und lebe in Berlin. Und wie heißt du? Ich heiße Sven Henken-Johann. Hey, toll! Ich heiße auch Sven Henken-Johann. Was? Aufgabe 5a. Hallo! Super Musik, was? Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich bin 25. Hey, super! Ich bin auch 25. So? Ja. Und wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Hey, wow! Ich wohne auch in Berlin. Ach ja? Ja. Ich bin 25 und lebe in Berlin. Und wie heißt du? Ich heiße Sven Henken-Johann. Hey, toll! Ich heiße auch Sven Henken-Johann. Was? Lektion 3. Das ist meine Mutter. Aufgabe 1. Elvira. Herbert. Elvira. Wer ist das? Ist das deine Frau? Nein, das ist meine Mutter.
Deine Mutter? Das ist nicht deine Mutter. Doch. Sie ist nicht sehr alt, hm? Doch, sie ist 74. Ach, Herbert. Ist das deine Frau? Elvira, bitte. Bist du verheiratet? Nein, Elvira. Ich bin nicht verheiratet. Nein? Nein. Oh, Herbert. Lektion 3. Das ist meine Mutter. Aufgabe 1. Elvira. Herbert. Elvira. Wer ist das? Ist das deine Frau? Nein, das ist meine Mutter. Deine Mutter? Das ist nicht deine Mutter. Doch. Sie ist nicht sehr alt, hm? Doch, sie ist 74. Ach, Herbert. Ist das deine Frau? Elvira, bitte. Bist du verheiratet? Nein, Elvira. Ich bin nicht verheiratet. Nein? Nein. Oh, Herbert. Aufgabe 2. Hallo, ich bin Marc und das sind meine Eltern, Bernd und Olga Poppenreuther. Sie leben in Freiburg und arbeiten als Schauspieler. Mein Opa Karl und meine Schwester Angelika sind auch Schauspieler. Ich nicht. Ich studiere Physik in Stuttgart. Aufgabe 2. Hallo, ich bin Marc. Und das sind meine Eltern, Bernd und Olga Poppenreuther. Sie leben in Freiburg und arbeiten als Schauspieler. Mein Opa Karl und meine Schwester Angelika sind auch Schauspieler. Ich nicht. Ich studiere Physik in Stuttgart.